ist Marvin. Der hat heute frei. Ich werde mir nachher eine Boygroup über den Pisa reißen. Guten Abend! Ich weiß gar nicht, ob die schwul sind, aber die sahen sehr so aus. Also, muss ich sagen, meine Frau liegt in Afrika, also da im Hotel. Dass sie nicht weiß, dass ich noch ein Zimmer beim Chinesen habe. Ja, muss mal gucken. Meine Tochter ist nicht da. Nein, die haben wir in der Geister-Rikscha vergessen. Die ist einfach aus dem Waggon gestiegen. Und wir haben die nicht wiedergefunden. Die fällt da einfach nicht auf. Also das ist... mein Kind ist nicht schön. Es ist... Papa, ich will spielen, häng dir Koteletts an die Ohren, dann spielt der Hund mit dir. Also die ist nicht... Und die kann auch laufen. Die faule Sau. Also nur für die Leute, die jetzt alle gedacht haben, die war doch im Buggy. Jetzt haben mich ja schon viele gesehen. Das ist mit meiner Tochter. Also die mit diesem Schmetterling. Ja, was die aber nicht weiß, also im Gesicht, der ist tätowiert. Ja. Der macht irgendwann mal Reklame für Duschgel. Ja, es ist... Nun kann das Ding laufen, das ist sehr nervig. Ja, wir haben die ja jahrelang im Schlafsack gehalten. Also die war... Wir hatten ab und zu das Gefühl, wir haben einen Pinguin im Haus, aber dann haben wir sie... Und jetzt kann die Reißverschlüsse aufmachen, die blöde Sau. Ja, und dann kommt sie... Und dann liegst du im Bett und dann hörst du... Taps, 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 taps. Taps, taps, taps. Wir haben extra ein Boxspringbett, da kommt die nicht drauf. Also das... Und dann taps, 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 taps. Und ich mache dann... Ja, irgendwann sagt meine Frau, es ist wieder da. Das sage ich ja schon seit Stunden. Schick's zum Spielen auf die Autobahn. Habe ich gestern gemacht. Und war Stau. Ja. So, Mama, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find the light in the beautiful sea. I chose, wohin gehen Sie? Hallo? Ich glaube, es hackt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bin ich hier Pissnummer oder was? Mitten in diesem wunderschönen Lieschen, die Augen gehen raus, aber vor ihr fickt euren Alten und ich lasse übers Bett, also. Wohl nicht wahr? Es gibt aber auch Leute, ehrlich. So dämlich, die denken, Natursekt gibt's im Bioladen. Egal, also ich, vielleicht war es auch die Version. Man weiß es ja. Shine bright like a diamond. Ich fange das schon mal an. Shine bright like a diamond. Find the light to a beautiful sea. I just could be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision that's geht irgendwie. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I know that we. Aber die Boygroup durfte singen, ja, ja. One right away. At first sight I fell in love. Ich bin schon fertig, aber bleib mal da stehen, du bist ein schönes Standgebläse. Komm mal her. Inside your eyes, shine bright, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do, I so alive. You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, diamond. Shine bright like a diamond, diamond. Shine bright like a diamond, diamond. Like diamonds on the sky. Shine bright like a diamond, diamond. Shine bright like a diamond, diamond. Shine bright like a diamond, diamond.
Palm rise to the universe, help me moonshine and marie. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. Kann ich mal eben das Handy haben? Kriegst du gleich wieder. Nächstes Mal ein tolles Bild. When you hold me, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become. Du machst ja ein Video, du Sau. So, geht los. Das ist hier Stimmung. Super. Einige haben keine Leuchtstäbe. Aber morgen früh, ja. I do, I so well. Es wird ein ganz persönliches Video. Like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Oops. Shine bright like a diamond. 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 Shine. In der ersten Reihe kriegen Sie vom Geruch noch was mit. Komm, ich mach noch eine Wollmaus. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a... Mann, ich hab den Text vergessen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine. Das tut mir so leid, ehrlich. Das reicht. Das reicht jetzt auch mit diesem Song. Ich gebe dir das Ding mal wieder. Es tut mir so leid. Beim Telefonieren wird ein sanfter Moschusgeruch rüberziehen. Ich würde es nicht anfassen. Ich würde es nicht anfassen. Bei mir tobt das Leben. Ach, guck mal hier. Da kommt die dicke Tunte angerannt. Ach, ich mach's mir mal gemütlich jetzt, meine Damen und Herren. Wenn es blöd, der Ring bremst. Das ist ja doof. Ich bin sehr passiv. Es gibt Abende. Da darf ich mich auf diesem Hocker nicht bewegen, dann ist der ganze Hocker weg. Ja. Pass auf, wenn du demnächst Filzläuse am Ohr hast, weißt du zumindest von wem. Ne? Das passiert, wenn sie Filzläuse mit Glühwürmchen kreuzen, dann hat man Fackelzug am Sack. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und muss erstmal. Der eingefleischte KMA-Gänger wird wissen, dass ich mir immer das Rauchen schön machen muss. Man darf hier nur rauchen, wenn es ins Programm gehört. Nichts weiter als das. Geht los. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. So ist es. Ich glaube, wir haben jetzt immer durch die Straßencafé, ich spreche die Leute an. Und wenn die sagen, rauchen Sie? Und wenn die sagen, nein, sage ich, gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft. Nutzen Sie die scheiß Dinge jetzt auch. Alles geht ja noch weiter. Und ein letztes Glas im Stehen. So haben wir das auch. Das ist kein alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier ist so, als wenn man seine Schwester leckt. Ja, schmeckt richtig, ist aber falsch. Ne? Also. Es tut mir leid, das musste raus, sonst wäre gestinkt. Okay, so Leute, ich sag, man kann auch lustig sein, ohne Alkohol zu trinken. Ich sag mal, ja, man kann auch Sportschau gucken ohne Beine, aber es ist irgendwie nicht das. Ja, was ist schwarz und rot? Ein Rollstuhlfahrer nach einem Zimmerbrand. Also. Schwarz ist der Rollstuhlfahrer, das Rot ist der Stuhl, der glüht noch. Meine Damen und Herren, man darf über Behinderte lachen, sonst grenzen sie aus. Das nennt man Inklusion. Ja, also, die Welt ist eh verrückt. Ich habe eine Bekannte, die wollte sich neulich ins Leben nehmen. Ja, die war auch zu blond, ehrlich. Also das, die hat eine Reifenpanne gehabt, dass sie ausgestiegen hat, gesagt, Gott sei Dank, nur unten platt. Wie blöd ist das denn?
kam die Polizei und hat gesagt, können Sie sich identifizieren? Da hat den Handspiegel rausgenommen und gesagt, ja, das bin dann ich. Also, da hilft nur eins, sterben. Aber sie ist, also, sie stand auf dieser Brücke und wollte springen und da kam ein Penner und hat gesagt, wenn du sowieso springen willst, können wir ja noch ficken. Und da hat die gesagt, das ist ja eine Unverschämtheit. Und hat er gesagt, dann warte ich, bis du unten bist. Nun ja. Frau Löffler hat, ich würde so gerne mal im Kinderprogramm hier auftreten. Also. Ja, ich weiß von ihr. Das ist ja, so ist die Welt. Aber ich finde, ihr seid tolerant. Normal ist ja normal, aber früher bist du an Lungenkrebs gestorben, heute erfrierst du vor der Tür. Und die Leute wissen, wir haben ein Gebrechen, also wenn wir rauchen, ist es früher, dann gehen immer die Leute und du gehst mit einer geschlossenen Schachtel Zigaretten an einem Nichtrauchertisch vorbei und dann machen die Nichtraucher und stopfen sich noch ein Stück Tiramisu in den Kopf. Ne? Weil Fressen ist ja nicht verboten. Ne? Rauchen ist ja, aber Fressen ist nicht verboten. Ne? Die haben schon so einen Arsch. Ne? Da müssen wir beim Tratschen nicht aus dem Fenster fallen. Da haben die so einen Arsch. Ne? Ey, wenn demnächst einer mehr frisst, als ich vertrage, setze ich mich daneben und kotze auf den Teller. Gleiches Recht für alle. Die Welt ist eh verloren, ne? Wenn man nachdenkt. Der Papst macht jetzt auf Öko, haben Sie gehört? Ja, der alte Papst war selber. Ratzinger hat ja seinerzeit gesagt, die Ehe der Homosexuellen ist für die Welt genauso eine Katastrophe wie das Aussterben der Regenwälder. Ja, da wissen wir, wie die Kirche denkt. Jetzt macht er sich Sorgen. Ist die Welt nicht verrückt? Nicht? Die Politiker ziehen Crystal Meth und ficken Kinder. Ey, man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Ne? Früher haben alle Politiker Gesetze hinterlassen. Großartiges. Heute kackt jeder ein kleines Gesetz aus. Das Nichtraucherschutzgesetz zum Beispiel. Und wir müssen uns alle dran halten. Ich mag die alten Zeiten lieber. Ich stecke ein bisschen in der Vergangenheit. Ich werde 50. Ja, neulich hat eine Frau in der zweiten Reihe gesagt, erst 50. Die lebt nicht mehr. Also ich, das ist ehrlich, meine Generation ist anders. Ich fand, das war früher alles schöner. Nicht? Mit Helmut Kohl, Helmut und Hannelore, nicht? Die Augen standen so weit auseinander. Wenn die heulte, war der Rücken geduscht. Das war noch Zeit. Wir hatten einen Vampir, nicht? Also die hatte Lichtallergie, das Vampir. Ja, also die wahre Tote. Wenn die noch leben würde, dann würde die Kopf über dem Bundestag in der Kuppel hängen. Ehrlich, nachts. Und Helmut würde kommen so, Hannelore. Nicht? Die wahre Todesursache war Hannelore Kohl, die hat zu früh einen Vorhang aufgemacht, Sommerzeit. Und ist das Häufchen Asche unter der Heizung geendet. Ist das nicht gemein? So, nicht? Andere kriegen Staatsbegräbnis und die ein Fegeblech. Die Welt ist ungerecht. Ne? Weizsäcker hat ja eine Beerdigung gehabt, ne? Und Schäuble ist irgendwann ganz blass geworden. Er hat Angst vor der schwarzen Null. Die Beerdigung war so teuer und irgendjemand hat ihm ins Ohr geflüstert, Scheel lebt noch. Jetzt wisst ihr, aber der hat schon einen Plan. Ja, ja. Die haben die alte Kutsche hier aus der Westernstadt gekauft. Die wird gelb gestrichen und dann kommt der Sarg da rein, hoch auf dem Gelben. Und dann kommt er weg. Ne? Ja. Dann ist der weg, ich sag's dir. Die Welt ist verrückt. Kann sich nicht der Himmel auftun und ein großer Arsch zum Vorschein kommen und Griechenland zu kacken? Wäre das nicht schön? Ehrlich. Ich habe früher immer gedacht, der Uso beim Griechen ist umsonst. Der hat 234 Milliarden gekostet. Aber was soll man machen? Ne? Das ist das Land, wo die Männer noch Männer sind und die Schafe nervös. Da muss man. Ich weiß, wovon ich rede, ja? Ich war neulich in Niebüll. Kennen Sie Niebüll? Niebüll, die Verladestation von Sylt. Und Sylt ist die Insel der Reichen, Nackten und Schönen. Das muss man unbedingt getrennt sehen, weil die Reichen sind nicht nackt und die Nackten auf keinen Fall schön, ja? Da gibt es Frauen, die musst im Sande drehen, damit du das Loch findest. Nein! Die Insel wird immer kleiner. Das Einzige, was irgendwann übrig bleibt, ist Dieter Bohlen auf einer Luftmatratze, aber ich schwimme dann rüber. Ey, fahren Sie nach Niebüll, das ist toll. Ich war in Niebüll auf dem Deich, da kam eine Oma, ich hatte gelbe Haare. Da hat die gesagt, Sie sehen aus wie eine Kuhblume. Sag ich, ja, knicken Sie mal im Stiel, dann kommt auch Milch. Wir hatten Spaß, ehrlich. Du hast einen Popo wie einen Apfel, ja, war gestern schon ein Wurm drin. Und dann kam...
Dieser Neger, man darf ja nicht mehr Neger sagen, ne? In Amerika, ja, da darf man auch wieder erschießen. Der Trend in Amerika geht wieder zurück, ne? Echt, und wir hatten alle so eine Hoffnung, das Weiße Haus wird schwarz gestrichen. Kriegt auch einen neuen Namen, Onkel Toms Hütte. Aber nee, also die fangen jetzt wieder hinten an, ne? Die erschießen die Schwatten, ne? Und Amerika ist ja schon ein sehr arrogantes Land. Die haben damals gesagt, also wir im alten Europa, was wir immer zu meckern haben, Gott sei Dank hat sich im alten Europa mal irgendjemand in Spanien mit so einem Schiff auf den Weg gemacht, sonst wüssten die gar nicht, wo sie wohnen. Wenn man drüber lacht. Ihr kennt den Unterschied zwischen einem Joghurt und Amerika. Ein Joghurt kannst du 300 Jahre stehen lassen, dann bildet der Kultur. Ja, aber... Pigmentierte Schwede. Also der fuhr über den Deich, ja, mit einer Packung Negerküsse und die rollten den Deich runter und die Oma ist hinterher, ihr schlüpft hier nicht aus. Das muss ich ja sagen. Das ist mein Humor. Das war keine solche Riesendinger. Ne? Ja, die Mütter hängen da Steine dran. Ich hab's auch probiert. Ich hab Yton genommen. Das ist doof. Also du musst fetten Betonklotz nehmen. Ist auch schon länger? Nee, aber schwarz wird er schon. Ist ja auch was. Ne? Nee, ich habe ein Problem, ich werde echt alt. Man kann immer testen, wie alt das Publikum ist. Lavendel, Oleander, Jasmin. Ah ja, der Rest sind Ostdeutsche oder so, da liefen die Spots nicht. Wir haben viele Ostdeutsche hier, es hängt so ein Hauch Armut in der Luft. Es ist ja... Schön, dass ihr da seid, habt ihr geht wieder zurück. Also ich hab noch nie eine Sechsin gemäß meiner Veranlagung von hinten gefickt. Da hat die gesagt, nicht das Möckerstübchen. Also das Mokka-Stübchen. Ja, ich übersetze mal kurz. Mokka-Stübchen, das ist ein Arschloch. Echt? Aber früher war das doch, früher war Werbung, das ist auch mein Disney Channel, das Werbung angemacht, ne? Das ist eine Flasche Putzmittel aufgemacht und denn nur wer richtig sauber ist, darf ich nicht. Ne? Das ist nicht unglaublich. Mein Back, dein Back. Back ist für uns alle da. Ne? Alle haben denselben Stift benutzt in den 70er Jahren. Und die hatten alle solche Büsche hier unten drunter. Als ich auf Sylt war, hat meine Frau gesagt, guck mal, was hat die ein Schamhaarbusch? Das sind keine Schamhaare. Ja. Und sagen, ich kenne mich aus mit Insekten. Allerdings immer an der falschen Stelle. Als Ex-Kokser, ich wollte noch nicht eine Blume riechen, so, da war eine Hummel weg. Schönen Gruß an die Ausländerecke, die heute da an der Picknickstelle dahin gekippt hat. Ich habe gedacht, wer raucht denn hier so eine alten Socken aus? Das ist unglaublich, das wird noch lustig nachher. Ich freue mich schon. Echt, früher war das Disney, nicht? Also früher hast du diesen Aschenbecher gehabt, der waren alles nur halb gerauchte Zigaretten und jede Frau hatte eine Schattenalte, so ich habe mir so viel Mühe gegeben, Mühe allein genügt nicht, nicht. Und dann kam dieser freundliche Vertreter rein mit den, und er hat gesagt, das ist die falsche Sorte und hat die Hängeschränke aufgemacht in der Einbauküche aus Eiche und da waren lauter Westzigaretten drin. Ich kann sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute geht es nur um Gesundheit. Das heißt, alles ist gesund, es gibt Schleimmonster. Das ist einfach nur Brüt, also. Ne? Aber die sagen, das sind Schleimmonster. Es gibt auch Klo-Monster, ja? Die sitzen unter der Schüssel. Ja? Und die WC-Ente frisst die weg. Also das ist so. Das ist alles nur noch, alles wird nur noch gesund gemacht. Diese Frau, die den Berg rauffährt, ja, mit dem Fahrrad, und mit so einem grauen Pagenkopf, und die wird immer langsamer. Und du denkst, oh, die schafft's nicht mehr. Ne? Oh. Nee, und dann hat die mit mal Beton an den Beinen und ich denke, ist das denn ein neuer Tatort? Wird die gleich umgebracht, ins Meer geschmissen oder was? Aber dann fliegt diese Tube an, die stacks ins Bild. Nee? Und der Beton reißt ab und ja, und dann wissen wir Bescheid, wieder ein Medikament. Es gibt nur Medikamente. Nicht? Ich saß neulich vor dem Fernsehen und ich habe einen chinesischen Koch, der heißt Ping. Der hat mir eine Pizza gemacht, also der hat die gedreht, also der kocht die nicht, der dreht die. Und dann hat er gesagt, die ist fertig, ping. Und dann bin ich aufgestanden und bin dann dahin. Und der hat mir auch die Hand nicht gegeben, der hat eine Tür. Und ich habe die dann aufgemacht und habe die Pizza genommen von ping. Und sitze am Tisch und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Da höre ich aus dem Fernseher, sie leiden unter Scheidentrockenheit. Also jetzt reicht's, ja. Wissen Sie, was passiert, wenn sie die Wäsche in der Maschine rot färbt, dann hat sich der weiße Riese sein Dosiersäckchen eingeklemmt. Das war noch Zeit. Es gibt ein Medikament gegen Scheidentrockenheit. Das heißt, fotzofeucht oder
Granu Fotz Fotzo Fink, ich weiß es nicht. Wer braucht denn sowas? Braucht doch kein Mädchen. Pass mal auf, hier vorne zum Beispiel, ja? Wenn ihr jetzt poppt, ihr beiden, ja? Bitte, das ist deine Mutter, das macht ja nichts. Zu mir ist noch nicht auch jemand gekommen und gesagt, ich schicke deine Mutter, sag ich, Papa, du bist peinlich. Also. Stell dir einfach vor, ihr habt ein Wochenendhaus in Belgien, also geht so. Also jetzt, und wer, wo haben wir denn mal ein Pärchen? Ein normales, ein heterosexuelles, das ist schwierig, das ist die falsche Veranstaltung. Stellt euch einfach vor, der Typ poppt seine Alte und die läuft trocken. Ja, also, das merkt er ja nicht, weil Frauen, die leiden ja gerne mal ein paar Minuten. Ne? Die gucken auf die Uhr und sagen, 17 Minuten fickt er, 13 hat er schon, die 4 schaffe ich. Ne? Und er hoppelt wie ein Irrer da rum und schnallt das überhaupt nicht, ne? Und sie wartet aufs Abspritzgesicht. Ja, aber Männer, die abspritzen, die haben so eine Choreografie. Also die klappen erst den Nacken weg, ehrlich, das ist... Bevor die abspritzen, die so... Immer. Bevor Männer abspritzen, machen die so... Und dann gehen die Beine so... Und dann kommt dieses Gesicht... Echt. Alle Männer, die abspritzen, gucken so. Warum gucken alle Männer so? Und woher weiß ich das? Ist egal. Also ich hab immer in eine andere Richtung geguckt. Ja. Ja, da hast du auch mehr Sex, viel schöner. Ist mir doch völlig egal, wer da hinten ackert, ehrlich. Kann sich ein eingetretener Korbstuhl abmühen, das ist mir egal. Ich stell mir einfach vorne vor, das ist Richard Gere und dann geht das. Ich arbeite ruhig da hinten, du halber Hahn von links, ist mir doch egal. Für mich siehst du geil aus, ehrlich, dadurch hast du auch viel mehr Sex. Manchmal merke ich den Wechsel gar nicht, ehrlich. Und auch die Unbedingtheit, wo ist mein Mann? Der steht draußen an der Tür und reißt Eintrittskarten. Also man merkt es nicht. Und die Männer, die ich hatte, auf die Leine hängen, kannst du von hier bis Köln im Schatten gehen. Und ich bin, es führt zu Verletzungen, ja. Mein Arzt hat gesagt, du bist verletzt am Loch, wer war das? Ich weiß nicht. Setz dich mal mit dem nackten Arsch auf den Kreissäge und frag dich, welcher Zacken dich gerissen hat. Ich weiß es nicht. Also, der Alte poppt immer noch die Alle, ja, und merkt nicht, dass sie trocken läuft. Allerdings sind bei ihr die Kniescheiben hier oben, weil das Beinfleisch schon nach innen wandert. Dann gehen die Rauchmelder los. Und er denkt, was ist denn hier los? Brandgeruch im Schlafzimmer. Der schnallt es aber immer noch nicht. Und dann zieht er raus und hat Schuppen am Schaft. Und dann guckt er sie an und sagt, ach, du läufst trocken. Du, ich glaube, ich hab da was. Ehrlich. Wir wissen nicht, was Ihnen der freundliche Tankwart empfiehlt. Wir empfehlen Togal. Ach nee, fort so feucht, Granu Fotz. Also, er geht an sein türkisches Wandschränkchen, Alibert, und holt eine Tube fort so feucht daraus. Und sagt, komm, zeig mir mal die Wunde. Ist ja alles ganz trocken, mach mal die Beine auseinander. Ich hab da was. Und dann nimmt er diese Tube wie so eine olle Senftube. Wer will ihn da noch ficken? Wer braucht denn sowas? Ich habe ja jetzt auch eine Frau. Meine Frau, also, ja, ist auch nicht schön. Irgendwoher muss das Kind ja kommen. Das ist furchtbar, ganz furchtbar, so eine Ökotante. Ich nehme nur Bio-Wolle. Was ist das denn? Wolle, die wirft das Schaf freiwillig ab. Das geht doch gar nicht. Gott sei Dank schläft die mit offenem Mund, sonst hätte ich gar keinen Sex. Der hat sich jetzt eine Muschel tätowieren lassen, hier oben auf die Inde sprechen gerade von dir. Also die hat sich jetzt eine Muschel tätowieren lassen auf die Innenseite ihres Oberschenkels. Und wenn du da das Ohr dran legst, kannst du das Meer riechen. Das ist nicht schön. Also wenn meine Alte trocken läuft, brauche ich keinen trocken feucht, dann mache ich fort so feucht, dann mache ich so. Und dann geht das. Muss aber aufpassen, dass sie richtig zielen, ja? Ist total bescheuert. Die Alte fühlt sich sowieso schon kacke und sie rotzen der noch in die Fresse. Dann wird die sagen, aber warum machst du denn das? Bevor sie antworten können, denkt die an Oma. Weil Oma hat früher immer ins Taschentuch gerotzt. So, komm mal her. Komm, und dann immer hier so, ne?
Ja, meine Oma hat mir mal aus 10 Meter Entfernung ins Gesicht gerotzt und gesagt, wisch selber. Weil die war nicht gut zu Fuß. Aber nun ja, so ist die Welt. Vielleicht noch, ich habe Post bekommen, ich soll pünktlich aufhören, ja. Wer bin ich? Eine muslimische Nachrichtensprecherin, ja. Also, ist so eine Burka, ist doch geil, oder nicht? Da lässt du dich als arabischer Mann scheiden und brauchst das Hochzeitsfoto nicht tauschen. Das ist dieselbe Decke. Nostradamus, der alte Buckelwal, hat geschrieben, Kamele werden aus dem Rhein saugen. Da freue ich mich. Mach ich im Kölner Zoo die Türen auf. Elefant trifft Kamel. Wie sieht's denn aus mit Titten auf dem Rücken? Das Kamel musst du gerade sagen mit Schwanz im Gesicht. Ey, das ist lustig. Zumal die Aufruhr haben im Kölner Zoo, die haben den Löwenwärter entlassen, der die Löwen mit Met gefüttert hat, mit Ahmed und Mehmet, die man sagen mag. Tut man nicht. So. Das ist nicht rassistisch, das ist komisch. Okay, auf gleich. So, das geht noch, Leute. Ihr könnt noch mehr. Also die Hälfte ist da, wenn ihr nicht laut mitsingt, hole ich die drei wieder rein. Ja, ich sag's euch. Da weißt du, wo die jetzt sind, was die wohl wollten oder so. Vielleicht haben die aber auch Probleme mit euch beiden, ne? So eine Mama, die mit Sony fickt, das ist ja auch, ne? Aber das, seid ihr, also, was? Ich frag doch nur was. Ich wollte nur fragen, seid ihr jetzt Gast hier oder arbeitet ihr hier, tretet ihr auf? Bitte? Ihr seid Gast. Also, du gehst mit deinem Sohn und suchst den Schwiegersohn aus. Oder Tochter. Kann man ja auch ändern heute, ne? Die Welt. Inzest, ein Spiel für die ganze Familie. Guck mal, so habe ich eure Nachbarn auch gefunden. Ja, machen wir es rund. Was sagt ein belgischer Maulwurf aus dem Weg, Kinder? So, jetzt aber. Ach, danke schön, Marvin. Das mache ich dir am Körper wieder gut, ehrlich. So, wir versuchen nochmal. Den Text kennt ihr. Geht los. Mama, so laut wie Helene Fischer vorhin. Every day in a way with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, almost feel like nothing changed at all. If you close your eyes, that it almost feel like you've been here before. How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Gleich weg. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Yes. But if you close your eyes, nothing almost feel like nothing changed at all. If you close your eyes, does it almost feel like you did hear me more? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Ich schlag hier gleich langs hin. Oh, where do we begin? The rubble of our sins.
And the walls kept tumbling down, and the city was great clouds rolled over the hills, bringing darkness all around. But if you close your eyes, then it almost feels like nothing changed at all. If you close your eyes, then it almost feels like you've been here before. Viele von euch fragen sich bestimmt, was ist das hier für eine Maschine, wo du noch rumtippst. Ich liebe dieses Ding. Da bin ich, aua, Radio, kill the radio. Echt, damit kannst du alles machen. Perfekt. I'm blue, double D, double die, double D. Super. Diese hier, die ist sehr schön. Kann man zum Ficken nehmen, so als Hengst. So, oh, ich bin dein geiler Hengst. Oder für Belgien. Ich bin dein geiler Hengst. Die ist auch schön. Moment hier. You're the first, you're the last, my everything. Die nehme ich mit dem Baumarkt. In so einen schwulenfeindlichen Baumarkt. Da gehe ich rein. Mit dem Ding. Und dann gehe ich, benehme ich mich ganz eigenartig. Ich gehe dann da durch. Ganz wackelig, wirklich homosexuell. Und dann sage ich, kommen Sie mal nach Hause. Ich hätte gerne einen Hammer, Sie werden doch einen Hammer für mich haben. Oh, also sagen Sie mal, oh, es gibt hier keine Hammer. Und dann hau ich mit dem Hämmerchen meinen Spaß rein. Du musst nur wissen, wie die Welt änderst. Herrlich, das ist das Tolle. Wenn mich was nervt, lasse ich einfach einen fahren. Das ist auch super, ehrlich. Im richtigen Moment, ein Furzgesetz bewirkt Veränderung. Zumindest im Gesicht deines Gegenübers, ja? Wenn du Glück hast, sagt die noch, wie könnt ihr vor mir furzen? Dann sagen sie, ich wusste ja nicht, dass sie jetzt an der Reihe sind. Ehrlich, du musst einmal. Aber wissen, wir leben doch in Zeiten. Schulz, also wir leben. Meine Mutter hat neulich gesagt, ich würde nur rülpsen, weil sie in der Show ist. Ich sag, Mutti. Wenn ich dich provozieren wollte, würde ich auf die Bühne kacken. Dann hat sie gesagt, aber mein Sohn. Das sagt sie sehr selten. Normalerweise sagt sie so Sachen wie, den hätte man nur auf die Herdplatte spritzen sollen. Dann hätte er nur einmal gezischt. Aber ich habe das Gesicht genau gesehen. Gehören Sie zu den Sponsoren? Und so, oh Gott, was da erst der Anfang? Warten Sie mal ab. Ich weiß. Man darf ja solche Sachen auch, soll man einfach nicht sagen, aber ich finde, die Welt ist eh total verrückt. Ne? Ich möchte aber, es wird ja diskutiert über jeden Kack. Nicht? Wir stehen an der Ampel, hast den Wagen abgewürgt und hinter dir hupt einer. Das hilft auch. Ja, ja. Lauf immer nach hinten, entschuldigen Sie, ich habe ein Problem mit meinem Auto, würden Sie das für mich lösen? Ich setze mich dann in Ihres und hupe so lange weiter. Also, ja, du musst, so kannst du die Welt ändern. Sag mal. Echt? Meine Frau, und ich weiß, als ich sie kennengelernt habe, es war so super, als ich meine Frau kennengelernt habe, die hat gesaugt wie eine Irre, ehrlich, ich konnte, oh. Ich habe die Kobold genannt, also wegen dieser Staubsauger von Vorwerk, also, wenn die mit mir fertig war, hatte ich einen grünen Beutel, das war unglaublich. Und dann habe ich gesagt, aufhören, warum, ich sage, mir klemmt das Bettlaken lang schon in der Arschritze, also es ist, also und jetzt bist du nur am Diskutieren. Da kommt die und sagt, ich soll mich hinsetzen beim Pissen. Sag ich, leg die nicht mit mir ein, bei mir ist es ein längeren, ja? Es gibt Gegenden, da kacken die Leute noch auf dem Donnerbalken, ja? Und hier haben wir eine Toilette, da muss ich mich nicht hinsetzen. Jedes Geschlecht hat Nachteile, das hat der liebe Gott schon gerecht eingerichtet. Ne? Frauen bluten alle 4 Wochen, Männer pissen im Stehen, Punkt. Also hat jeder seine Macke. Das sind Argumente. Ich habe gedacht, die ist versenkt, aber da zappelt die noch. Da habe ich gesagt, irgendwann hörst du auf zu bluten, dann setze ich mich hin. Ist ja bald soweit, versenkt. So,
Sag ich, warum soll ich mich hinsetzen, weil du immer auf die Brille pisst? Sag ich, ja, und du sprühst unten drunter. Da guckt nur keiner hin. Kinder machen das gerne, ja? Wenn die Frau das nächste Mal ihre Kalamares ausquetschen geht, gehen sie mal hinterher, mach mal die Brille hoch, ja? Wenn Männer pissen, das hörst du schon am Strahl. Nee? Bei Frauen, die haben so einen Kompressor im Loch, ich weiß es nicht. Vielleicht könnten sie mal, ach nee, sie sehen so lesbisch aus. Also wenn, so, die pisst doch nicht auf die Bühne, die klatscht mir einer. Also das Ding ist, da ist schon ein heller von Sinn noch. Immer wenn ich die sehe, denke ich, ich habe auch einen Schrank gerne in der Wohnung, aber der muss doch nicht laufen. Ist auch kein Schrank, das ist eine Minibar. Aber egal, also. Naja, Frauen können ja, die vertragen Alkohol, da ist Terpentin drin, ne? Macht den Pinsel weich, ein Loch kann ja nicht umfallen. Nun aber mal. Wenn Männer pissen, das geht direkt so. Frauen haben so. Da schießt so Nebel aus der Grotte, ich weiß es nicht. Und bevor der aufs Wasser trifft, aufs Kalte, macht er eine Kurve so. Legt sie in einem dünnen Film von unten gegen die Brille. Immer wenn ich im Winter einen Streuwagen sehe, meine Damen, muss ich an euch denken, ehrlich. Jetzt habe ich sie, glaube ich, ganz verloren, ne? Ich lache da mal für sie. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Aber so ist die Welt. Und ich erkläre mir die immer so. Die Leute sagen, lass nie, kommst du auf die Bühne und sagst irgendwas. Sagst guten Abend, hast schon eine Lesbe am Arsch, die sagt, du bist frauenfeindlich. Das ist nicht einfach, ne? Furchtbar. Aber ich habe das alles nicht. Man sagt nicht mehr Hämorrhoiden, sondern Clubsessel-Orchideen. Man sagt nicht mehr Ordinieren, sondern Vorhaut-Aerobik. Es ist so furchtbar. Wir werden so vornehmen. Wir müssen uns beim Pissen hinsetzen. Echt. Darfst nicht mehr rauchen. Ich gehe noch nicht. Hinten darf man auch nicht rauchen. Ich bleibe noch. Erika, ja. Darf ich dir vorstellen, wir haben eine belgische Familie hier vorne. Wenn du was zu poppen suchst, kannst du auch suchen, Mama oder Soni. Du siehst aus, als wenn du Holzbeine hast. Was ist denn das für eine Farbe da? Ich möchte den Treckerschlüssel nicht sehen. Mach das wieder runter. Andere finden das schön. Ja, voll zu feucht ist das Zeug. Ich sage echt, wenn ich früher schwarze Strümpfe in der ersten Reihe gesehen habe, habe ich immer gedacht, Gott, die haben Raucherbeine, die müssen bald sterben. Aber jetzt wissen wir ja, dass wir mit Plastikbeinen schneller laufen können, ne? Ja, da rauche ich doch noch eine und freue mich auf die Löffel, ne? Pistorius, der Läufer ohne Beine, wenn der mal keine Arme gehabt hätte, würde die alle noch leben, ne? Was haben sie da gesagt? Fernsehen, der ist wieder auf freiem Fuß, Gott, habe ich gelacht. Wenn ein Rollstuhlfahrer nicht über einen Rollstuhlwitz lachen kann, ist der Rollstuhlwitz nicht behindertenfeindlich, sondern der Rollstuhlfahrer hat keinen Humor. Punkt, ja? Dann sollte er auf den Friedhof rollen und warten, bis er dran ist. Und am besten gleich stehen beerdigen lassen. In der Erde geht's ja, wenn man von den Seiten fest nachdrückt. Dann ist er auch bei der Auferstehung gleich der Erste, der wieder rausmarschiert, ja? Wenn das denn alles so klappt. Oh, der hat neue Reifen. Kommt drauf an, woran er glaubt. Also, wenn das denn alles so klappt mit der Kirche, wie wir uns das vornehmen, ne? Ja, tut's aber nicht. Was passiert, wenn so ein Atheist mit einem Zeugen Jehova kreuzen, dann hast du jemanden, der grundlos bei dir an der Tür klingelt. Also. Kreuz mal ein Wessi mit Borsi, dann hast du einen arroganten Arbeitslosen oder einen Polen mit einem Pinneberger, dann hast du jemanden, der dein Auto klaut, aber nicht damit fahren kann. Also es gibt tausend Sachen. Darum muss ich das Leben einfach schön machen. Das ist das Beste und das habe ich getan. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Schwule Polonaise, Rüsselchen an Schwänzchen. Oder wir spielen ein bisschen Quiz. Irgendjemand sticht seine Alten die Augen aus. Wir spielen blinde Kuh. Also seid, ich kann nur sagen, seid einfach entspannt und locker. Die Welt ist schlimm genug, wenn ihr da rausgeht. Ja, und das ist Satire. Je suis Charlie. Ja, Satire darf alles. Ja. Dummerweise musste da in Frankreich eine ganze Redaktion erschossen werden. Das ist tatsächlich so. Satire darf alles. Es gibt keine behindertenfeindlichen Witze. Ich parke immer auf Behindertenparkplätzen. Wenn da eine Politesse kommt und sagt, was haben Sie für eine Behinderung, sage ich Tourette, du Fotze. Ja, also. Machen wir es rund. Zwei Frauen sitzen auf der Bank und stricken. Die eine frisst Kontergan-Tabletten, sagt die andere, sie wissen doch, was dann passiert. Jo, aber ich kann keine Ärmel stricken. Fertig. Jetzt,
Alle jetzt die Hände zum Himmel. Dass man die Schule noch schaffen kann, ist unglaublich, ehrlich. Ich glaube, heute wird's was. Also hintenrum, unten. Ich habe lange gebraucht, um wieder ein bisschen Zuversicht zu kriegen für schwulen Mann. Ich hatte den letzten Jahr, ich bin in die Küche, sag ich, Gott, hier klebt ja überall Sperma. Dann hat er gesagt, ich darf hier furzen, so oft wie ich will, das ist meine Wohnung. Oh! Das ist ein uralter Witz, aber schön. Ich kann mich gerade selber ficken, ehrlich. Das ist so, hallo? Wolltest du mich jetzt auch von der Bühne holen, oder was? Ja. Also, genießt das Leben und nehmt es nicht so ernst. Geht auf die Straße, lasst einfach einen fahren. Ja, habt Spaß. Ne? Geht zur C&A, wartet, bis die Durchsage kommt. Kasse 23. Schmeißt euch in Fötalhaltung auf die Erde und schreit los. Oh Gott, Stimmen. Also dann habt ihr... Ne? Zu H&M in die Umkleidekabine, Vorhang zu, 5 Minuten warten und dann losschreien. Hat hier mal jemand das Toilettenpapier? Also es gibt... Leben ist schlimm genug. Und immer wenn was passiert, darfst du unser Tier. Dieses Flugzeug ist runtergekommen und keiner durfte drüber lachen. Nichts mehr. Gerade dann ist ja Lachen nötig. Tod ist ja tot. Wenn die Schnauze hält, stehen die ja nicht wieder auf. Ne? Und alle haben abgeschaltet. Raab, der sonst zu jedem Mist seinen Senf abgibt, der hat sich nicht getraut, eine Sendung zu machen. Das wäre eine Herausforderung gewesen. Ne? An solchen Tagen brauchen wir Satire. Ne? Und man muss es ja auch positiv sehen. Nicht? Seit Germanwings nicht? Wissen wir jetzt wenigstens wieder, wo die Flieger sind. Nicht? Also im letzten Jahr ging der Trend ja zum Verschwinden. Nicht? Da waren die Flieger weg. Nicht? Und die Presse, die letzte moralische Instanz Deutschlands, sagen die. Ja, die Presse, ja. Das sind die, die Adresse von dem Flieger, von dem Piloten verraten haben und auch den Namen, weil die so moralisch sind. Die Presse, die sind auch verantwortlich für das Unwort des Jahres. Das Unwort des Jahres ist Lügenpresse, ja. Schön. Also wenn Lügenpresse keine Lügenpresse ist, dann hat die Presse immer die Wahrheit geschrieben, freue ich mich. Nicht? Bettina Wulff war also doch eine Nutte, habe ich doch gewusst. Ist doch klar, dumm fickt gut. Aber es ist ja... Ja, eben. Siehst du, das ist so, das Reihenhaus steckt an. Also es ist tatsächlich, die Bettina Wulff hat versucht, Google zu verklagen, weil das Bettina Wulff angegeben kam, Nutte raus. Das hat dir nicht gefallen. Liebe Bettina, die Welt ist eine Google. Jetzt gibt's die Nutte rein, das kommt Bettina Wulff raus. Also das ist, fragt man sich, ne? Die Leute finden es immer entsetzlich, wenn die über Germanwing spricht. Können Sie gerne mitfliegen? Fliegen Sie doch, ich nicht mehr. Das war kein Erdbeben im Himalaya. Nein, da ist Germanwing gekommen. Da hat der Berg gesagt, ich hau ab. Ich weiß nie. Und dann gab es im Fernsehen gleich Diskussionen. Im Fernsehen sind ja immer dieselben Leute. Du bist im Fernsehen, weil du im Fernsehen bist. Da kommt auch kein Neuer mehr zu. Ne? Raab, da holen die jetzt einen ganz neuen Pocher. Also es wird also, ja... Im Fernsehen bist du nur, wenn du im Fernsehen bist. Und dann bist du im Fernsehen, weil du im Fernsehen bist. Also es gibt auch eine neue Show jetzt. Da wird gecastet, wen man casten kann demnächst. Ja. Ich hätte einen Vorschlag, casten. Also, und da haben die diskutiert. Die haben sich da hingesetzt und haben diskutiert. Die wussten noch gar nicht die Zeitung, wo der Flieger war weg. Keiner wusste, was passiert ist. Und dann haben die sich alle gegenseitig eingeladen, haben diskutiert, worüber man diskutieren könnte, wenn man wüsste, worüber man diskutieren könnte. Ja. Und dann haben die gleich Gesetze rausgeholt, eine 2-Piloten-Verordnung. Nicht? Es darf nie wieder ein Pilot alleine da vorne drin sein. Zahlenschloss wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber okay. Und jetzt hat Ryanair ein Problem, weil die hatten immer nur einen Piloten. Wenn sie also demnächst Ryanair fliegen, ja, dann steht der Flieger schon auf der Startbahn und dann kommt der Pilot. Du. Und dann müssen sie fliegen, ob sie wollen oder nicht. Also hier würde der 1000 Stewards finden, aber Piloten, auch im Flieger, der letzte Tipp von mir, dann gehe ich auch, auch im Flieger kann man sich das schön machen, weil die Leute benutzen im Flieger, sind die eigenartig, ja, auch unten am Kofferband, der Koffer kommt aus den Silikonlappen und Oma schmeißt die Rollatoren in die Ecke und schnappt sich den Koffer, weil wenn der einmal durch die Silikonlappen ist, dann kommt der auch nie wieder, der landet im Kofferhimmel, der ist einfach weg. So wie die asiatischen Flugzeuge. Also weg! Ne?
Und ja, und wenn man einsteigt, ist auch eigenartig. Also ich sage ja immer, wenn ich einsteige, dann nehme ich mir die Stewardess und sage, entschuldigen Sie bitte, wenn wir die Flughöhe erreicht haben und die Anschnallzeichen erlöschen, dann schnalle ich mich ab, dann hätte ich gerne Mineralwasser mit Kohlensäure, ich muss Tabletten nehmen. Und so wie ich aussehe, glauben die das auch. Und dann schmeißen die diese tote Maus in eine Schüssel. Ja, die haben so einen Blechnapf, da schmeißen die eine gefrorene Maus rein. Dieses Geräusch, thung, das ist nicht elektronisch. Also die haben einfach vergessen, dieses Geräusch in den Flieger zu bauen. Also thung, jedes Mal denke ich, Mensch, die müssen irgendwo so einen Sack mit gefrorenen Mäusen haben. Und dann losen die aus, wer schmeißt die Maus? Ich, gut, thung, und dann thung. Zwei Mausedamen ficken, ach nee, die Mäuseln. Also nee, zwei Mausedamen treffen sich. Und dann sagt die eine Mausedame zur anderen, wie geht's dir? Gut, ich habe einen neuen Freund. Wie sieht der denn aus? Da oben hängt er. Das ist ja eine Fledermaus. Mehr hat er gesagt, er ist Pilot. Also ich zwei Mäuse ficken, also die Mäuseln einig. Und mittendrin hört er auf und sie guckt nach hinten, was ist mit dir denn los? Das ist ja eh alles für die Katze. Also diese tote Maus fliegt in den Blechnapf, thung, und ich schnall mich ab. Und dann stehe ich auf und drehe an den Lüftungsschlitzen. Und zwar zweimal nach rechts, viermal nach links, so lange, bis sich jeder fragt, was dreht diese Tunte denn da an diesen Lüftungsschlitzen rum? Wenn ich mit der Aufmerksamkeit des kompletten Fliegers bewusst bin, dann spreche ich da rein. Ein Mineralwasser mit Kohlensäure, bitte. Die denken alle, ich habe eine Klatsche, aber spätestens, wenn es geliefert wird, geht die Dreherei los. Und wir haben Stimmung. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, ne? Viel Spaß auf der Party. Und was ich mir vor allem wünsche, ist einen toten Applaus fürs Phantasialand. Toten! Und ich sage Dankeschön und Tschüss! Los! Steal this moment from you now.
on, lady. Come on, darling. Let's exchange the experience. Be flying up that road, be flying up that hill, but I had problems. Say, call it good, make a deal with God. Not caring to swap out faces. Be flying up that road, be flying up that hill, but I had problems. Me running up that hill with no problems. If I only could be running up that hill. If I only could be running up that hill. Thank you. Vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt gehen wir alle auf die Party. Aus Spaß. Ich freue mich aufs weitere.